Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Watch Dogs. Der NSLI-Simulator. Tag, ihr Lars-Bären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Watch Dogs. Ich wünsche viel Spaß. Es geht weiter. Kann ich jetzt einfach da rausgehen, so ganz normal? Okay, jetzt bin ich nicht mehr zum Schleichen verdammt. Aber man kann ja hier ab und zu mal was... Ah, da kann man zum Beispiel wieder hacken, ne? Na toll! Ich bin von der NSA. Ich lese einfach mal mit, was ihr so schreibt. Da kann ich einkaufen? Ach so, das ist ein Händler. Hallo? Ach, tatsächlich. Eine Bierflasche? Das ist ja toll. Eine Bierflasche will ich nicht. Was willst du mit der Bierflasche? Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen umschauen hier. Weil, eventuell... Kann man hier noch Kohle irgendwo eintüten? Das ist nicht der Fall. Also hier mal raus. Nach Chicago sind wir jetzt da gleich hier. Keine Chance, dass er uns entkommt. An alle, Verdächtiger ist noch in der Nähe. Finden wir ihn. Ja, ich soll fliehen, ja? Ja, Moment, Garage hat er doch gesagt, hier irgendwo. Wo ist hier eine Garage? Da drüben? Ich werde gerade offensichtlich gesucht. Wo war denn der? Ach, da vorne, da ist ja was Gelbes eingezeichnet. Das ist doch die Garage da, oder was? Ja, okay, wir sind jetzt hier in der Stadt. Das sieht ja ganz ordentlich aus schon mal, muss ich sagen. Ist das da das Auto? Oder wie? Was da gemeint war? Was ist denn das für eine olle Schüssel? Das ist ein Japaner. Wer will denn einen Japaner fahren? So, einsteigen. Wie man ein Fahrzeug steuert. Das ist klar. Beschleunigen, bremsen ist logisch. Handbremse. Und Kamera wechseln. Ist, okay. Position und setzen unsere Suche fort. Oh, man kann Cockpit fahren. Und jetzt muss ich hier fliehen. Am Anfang werde ich das erstmal so versuchen. Ne? Also, Cockpit ist, glaube ich, schwieriger. So, jetzt soll ich hier irgendwie raus. Ampeln? Achso, ich kann wahrscheinlich auch Ampeln hacken. Oh, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Das haben sie nämlich gesehen wahrscheinlich. Oh, der uff. Ah! Also, wie soll ich es formulieren? Die Steuerung ist ein bisschen, der reagiert nicht empfindlich genug, wenn ich lenke. Oh, Polizei. Wir nehmen erneut Verfolgung auf, over. Entkommen Sie den Cops! So, also dann, ich fahre jetzt aber mal irgendwo hin, weil ich gerade gar nicht weiß, was los ist. Entkommen Sie den Cops, entkommen Sie den Cops. Irgendwas war da mit Sicht. Aber das ging mir gerade wieder zu schnell, das konnte ich nicht lesen. Wir sind mal dörflich von eurer Polizei. Haben den Verdächtigen verloren, aber wir suchen weiter. Ja, ja, such mal weiter. Ich verschwinde. 948 Adam an LS, wir kommen zurück. Das habe ich echt gebraucht. So, im Wagen verstecken mit B. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Hoppla. Ich habe ihn hart angepackt. Folter so. Bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Ja, das führt ständig irgendwie Selbstgespräche. Uah. Was war das denn jetzt? Karten und GPS. Weltkarte. Okay. A markieren. Missionsziel. Linke obere Ecke. Schnellreise. Mhm, okay. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Drücken wir erstmal hier drauf. Sie! Wo will ich hin?
dahin. Da ist mein Versteck. Sehe ich das richtig? So. Dann kann ich hier einen Weg legen, genau wie bei GTA auch. Und, Schnellreise, wie soll das funktionieren? Keine Ahnung. Wurscht, wir fahren einfach mal dahin. So. Jetzt versuche ich es aber trotzdem mal hier. Okay, jetzt, das ist ja... Weg! Ich soll nach Hause fahren, hat er gesagt. Dann mache ich das auch. Boah, das ist mega ungewohnt. Wenn man das jetzt von der Steuerung vergleicht mit GTA. GTA reagiert viel direkter. Was ist denn hier los? Kann ich da runter? Wow! Ja, das war lustig. Das ist auch auf jeden Fall mal interessant, das in Cockpit-Perspektive zu fahren. Aber ob das auf Dauer eine gute Wahl ist, das weiß ich nicht. Ja! Habt ihr gesehen, da war plötzlich eine Mauer. So, jetzt schön weiter hier. Am besten mal der Linie folgen hier, der Ideallinie. Hoppla. Oh. Moment. Ich habe mich verfahren. Das ist lustig, jetzt fliegt auch noch der ganze Mülleimer hier durch die Gegend, wie bekloppt. Okay, also mit dem Fahren, das ist so ein bisschen, das müssen wir noch ein bisschen üben, Herr Frenkel, ne? So, jetzt bin ich hier richtig, ne? Hoffe ich. Sprengen? Was? Ich will das doch nicht sprengen jetzt. Ich will doch erstmal im Wagen verstecken. B? Und jetzt? Oh. Oh! Das sieht nicht gut aus. Ja, dann würde ich sagen, aussteigen. Wo muss ich jetzt hin? Da oben rauf. 14 Meter erreichen. Ja, gehen wir aber. Kann ich hier rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss irgendwie durch den... Wo ist denn der Eingang? Hallo? Gibt's hier einen Eingang? Sprengen? Warum sollte ich das denn sprengen? Weil ich's kann, oder was? Ja. Ich hole nur meine Sachen. Warum interessierst du dich eigentlich so für die? Vielleicht haben die mich auch direkt, vielleicht nicht. Das ist das Problem. Wie soll das sein? Moment. Opfer von Kindesmissbrauch, das ist ja toll. Ich behandle dich also wie Dreck. Also, Big Brother is watching you hier und. Nein, das will ich nicht. Nein. Klar. Oh ja, du Riesenkerl. Klar willst du mich schlagen. Das ist das Einzige. Ich dachte, ich komme irgendwie darüber, aber. Oder Moment, vielleicht eine Schwachstelle erkannt? Ja, okay, sprengen. Jetzt mach mal das Ding aus. Ich hätte vielleicht... Oh, Kacke, das wollte ich nicht! Scheiße. Das war jetzt keine Absicht, ich wollte... Oh. Das ist ein schönes Auto. Soll das ein neuer Mustang sein? Was habt ihr? Seid ihr erschrocken oder so? Vorsicht! Warum sollte ich das sprengen? Also ich schau mal, ich... Was hast du denn, dicke Frau? Oder bist du ein dicker Mann? Sehe ich gerade gar nicht, ne? Okay, ich komme doch so darüber, dachte ich mir noch. So, geh mal aus dem Weg hier. Wie läufst du denn? Was denn? Das sieht gerade so ein bisschen aus, als ob ich irgendwo in der Nervenheilanstalt wäre, so wie ihr rumrennt. Nicht auf die Ritzen treten, nicht auf die Ritzen treten. Okay, komm, Frenkel. Nimm das doch mal ernst hier und geh mal da bitte zu deinem Versteck, wie dir das Spiel geheißen hat, damit wir hier mal weiterkommen. Badam! Diese Typen. Ich hab Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal.
Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Okay, und nun? Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS-Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Aha, einen Skillpunkt habe ich erhalten. Ich muss mich mal gerade kurz räuspern, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen krank. Nach wie vor. Und das kratzt dauernd im Hals. Okay, oh ja, das ist ja wirklich wie bei Deus Ex. Mit verschiedenen Fähigkeiten. Kann ich da jetzt irgendwie auch durch? Nee. Hä? Ach so, ich kann jetzt hier noch nicht wählen. Ich muss das jetzt hier nehmen, oder wie? Ja. Also, das Hacken von Toren und Garagen. Ja, frag nicht so blöd, weil ich habe eh keine andere Wahl. Oh, ich habe noch 5 Punkte. Jetzt kann ich. Okay, alles klar, jetzt kann ich auswählen. Was haben wir denn hier noch so? Moment. Fahren? Das war Kampf. Wieso ist das Kampf? Okay, Moment, Entschuldigung. Das geht mir so auf den Sack, ich kann doch jetzt hier keinen Hustenbonbon lutschen oder so. Dann, ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt hier oben. Kampf. Okay, das ist Kampf. Hergestelltes. Fahren. Hacken. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Das hier ist alles Hacken. Alle drei Bäume sind Hacken. Okay, und das hier ist alle drei Bäume sind Kampf. Und das hier ist dann alles Hergestelltes. Ja, das setze ich mal auf Kampf, glaub ich, ne? Ah, ich habe ein Beißen im Hals gerade, ey. Das tut mir jetzt echt leid. Das ist ein bisschen blöd für ein Let's Play, ne? Okay, was kann ich jetzt hier machen? Beschleunigen Sie den Waffenwechsel hiermit, ja? Was habe ich hier noch? Fokus. Ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal offen. Warum soll ich jetzt schon Skillpunkte vergeben? Ich mache das oft so bei Rollenspielen. Ich mache das immer erst, wenn es nötig ist. Guter Gott. Ja, das ist ganz schön unübersichtlich hier. Okay, alles klar. Ich erstmal alles eintüten hier. Elektronische Teile. Das kann ich hacken. Ausruhen. Die Tageszeit ändert sich, der Fokus wird aufgefüllt. Und das Spiel wird gespeichert. Fahndungsstufe wird zurückgesetzt. Alles klar. Wo war das Bett? Garderobe. Ah, da ist auch noch was hier. Nehme ich alles mit, ist doch klar. So, da ist noch was. Dann haben wir das Klo geputzt. Schön! Das sieht nicht so aus. Das ist ein bisschen eklig, glaube ich. So, dann haben wir hier einen Spiegel, der nicht funktioniert, oder was? Der ist angelaufen. Ich habe mich gar nicht rasiert, oder sowas gerade. Okay, was haben wir hier noch? Das Garderobe. Abgefangene Audiolog. Da kann ich schlafen. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordy Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice
Vega. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon am Ende dieser Episode. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mir einen Daumen hoch da lassen, würde ich mich drüber freuen. Und ich freue mich drüber, wenn ihr das nächste Mal wiederkommt. Ich sag danke fürs Zuschauen und bye bye.